Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Special-Version und zwar wieder mit dem Tattoo-Boss. Mats, mein Lieber. Grüß euch. Alles klar? Wie geht's? Geht sehr, sehr gut. Heute ist ein sehr, sehr aufregender Tag für mich. Aufregender Tag. Ich merke schon, wir sind auch hier gerade bei BMW. Du willst ja ein neues Auto kaufen. Nicht BMW heute. Heute nicht BMW? Dieses Mal Rolls Royce. Ah, ein Rolls Royce willst du kaufen, mein Lieber? Ja. Das wird ja interessant. Da bin ich mal gespannt, was für einen Rolls Royce du dir geholt hast. Ja, sehen wir gleich. Das ist eine Überraschung. Aber nicht der hier, ne? Zeig mal rüber. Der nicht, ne? Das ist die alten Drophead. Die werden nicht mehr gebaut. Das war die erste Option von Convertible, also Caprio von Rolls Royce. Und naja. Naja, wusste ich. So ist das. Spaß. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein und dann gucken wir mal, was du da Schönes hast, ne? So, Mats, wo gehen wir jetzt hin? Schauen wir, was die da haben hinter die Türen für mich. Hinter den verschlossenen Türen. Hinter den verschlossenen Türen. Okay, ich bin gespannt. Guck mal hier. Zwei hübsche Frauen, mehr geht nicht. Also, Schotter. Gucken wir. Oha. Oh, der ist böse, ne? Der ist böse. Und mein eigenes Kennzeichen, ganz wichtig. Mats Christensen, ne? Ganz genau. Mein Lieber, das ist ja ein brutales Fahrzeug. Sieht top aus, ne? Top, und auch noch Cabrio. So ist das, das ist die Dawn, das ist die neue Option von Rolls Royce und die einzigen, ja. Was Cabriolet angeht. Vollausstattung, den habe ich ja gefahren und sofort verliebt. Und okay. Eine super Arbeit habe ich gemacht hier mit den Tiefverlegungen. Ah, der wurde extra noch tiefer gelegt? Okay. Und Spurverbreitung haben wir. Und Sound hat er bestimmt auch, ne? Sound hat er auch, ja. Da freuen wir uns auch so. Weil das Ding ist, der ist ja geboren mit gar keinem Sound. So haben wir den gemacht. Ja. Ne, aber ich wollte ein bisschen und dann haben die ein gutes Paket für mich gemacht. Und aber es ist auch wichtig für mich, das ist eine Klappanlage, dass ich auch Silence durch die Straßen fahren kann. Guck mal hier, den Nobel hier auch. Ne? Mit dem Schwarz und dann den Silber hier. Solche Autos fährt man ja auch nicht mit so einem brutalen Sound. Ne? Man muss ja nur so. Ja, ganz genau. Hm? Dezent. Ja, genau. Das ist ja die V12-Maschine da drinnen. Ja. Von Rolls Royce, da nicht. Guck mal, auch die Felgen, serienmäßig die größten 21 Zoll. Ne? Mhm. Und ja, er bleibt ja immer, wenn der rollt. Da bleibt ja, das bleibt immer gerade. Ne? Ja. Aber große Lob an die ganze Rolls Royce Team hier in Cologne. Die haben mich wirklich gewonnen durch den super Service. Da muss ich sagen, weil ich bin ja schon gewöhnt für schöne Autohäuser, aber die haben mich K.O. gemacht. Okay, da darf ich ja heute nicht so lange hier bleiben, sonst kriege ich auch noch einen guten Service, sondern... Ja, da kaufst du ja auch rein. Da wird die gut stehen. Ja. So, jetzt wird das Auto nochmal gestartet mit der Klappe offen. Super. Und wenn das Auto gleich warm ist, dann drückst du auch mal ein bisschen aufs Gas, ne? Ja, das machen wir. Okay. Das machen wir alles. Jetzt, ich habe den ja tiefer liegen lassen und der hat ja... Natürlich die Luftfeuerwerk, der hat drei verschiedene Module. Jetzt ist das die mittlere Modell. Das ist quasi da, wo ich immer fahre. Okay. Und jetzt kommt jetzt sozusagen die Parkmodus, wenn er steht irgendwo. Okay. Da wird er tiefer oder höher? Dann wird er tiefer. Okay, gucken wir mal. Oh ja, der geht schon ordentlich runter. So, Mats, was kommt jetzt? Ja, jetzt sage ich euch, ich habe immer gesagt, mein zweiter Wagen, so war das auch mit der Lamborghini, das soll ein Cabriolet sein. Jetzt will ich euch den zeigen, wo der Mütze nach unten ist. Ja, bin gespannt. Mach mal auf Cabriolet jetzt. So machen wir das. So, Mats, jetzt musst du mir erstmal erklären, wie ich die Tür hier aufmache. Ganz normal ziehen, oder? Jetzt ist es doch da. Genau. Ah ja, okay. Das Magic kommt, wenn du die reingestiegen hast. Ja, ich steig mal ein. So. Oh. So, und jetzt, wie mache ich das Tür zu? Ziehen, oder? Da kann man, ne? Es geht nicht, den drücken wir einfach schnell. Du hast auch selber einen Knöpfen. Ah, hier. Dann drücken wir. Alles vollautomatisch. So ist das. Sehr schön. Das ist Königklasse.
Auch ein großer Gruß. Schacker nach Hause, er konnte leider nicht mitkommen. Am Zacker nach Hause, ja. Schade, dass er nicht mit dabei ist. Niklas, zeig mal rein hier. Was haben wir jetzt hier alles, Mats? Ja, da hat der Vollausstattung. Erstmal, wie findest du die, wie die gemacht haben mit der Lederkombination? Ist top. Also, ne? ich mag beige Innenausstattung eigentlich immer sehr gerne. Ich finde, das sieht sehr gut aus. Auch sehr gut kombiniert. Ja. Ich finde, das sieht auch sehr gut aus mit dem Schwarz. Sehr gut abgestimmt. Sehr edel, ne? Sehr geil. Das hat mich auch verliebt. Ne? Und was auch wichtig für mich war, ich hatte ja Harry mit, Grüße an Harry. Ne? Den kennt ihr ja auch. Er ist ja auch eine total Rolls-Royce-Liebhaber. Er weiß auch viel mehr darüber als ich. Ja. Und er hat schon alle die kritischen Fragen klar gehabt für den Probetag. Und da war nichts. Er hat gesagt, Mats, der Wagen ist perfekt. Ja, tipptopp. Und für mich war wichtig, dass der größte Serienanlage war drin. Und das ist die B-Spoke. Das ist die B-Spoke-Anlage und das ist die beste Anlage, was Rolls-Royce hat zu bieten. Also die Soundanlage, ja. Da gibt es nochmal verschiedene Sachen. Mhm. Das ist die beste. Die beste, okay. Ja, das heißt, kannst du ordentlich Musik anmachen. So ist es. Das ist eine extra Listenpreis, 14.000 Euro extra. Oha. In der Auto. Ja, das ist dann ist das auch bezahlt. Dreimal so teuer wie mein Auto, deine Soundanlage. Aber ich sage euch, die Soundanlage ist böse. Ja? Ja. Ich bin gespannt, wie es gleich ist, wenn wir fahren. Mhm. Mats, ich würde sagen, wir fahren gleich mal eine Runde. Ne? Das machen wir. Und testen das wir Auto. Wir fahren ja jetzt nach Düsseldorf. Die haben ja hier viele Überraschungen. Ja. Für mich. Und nochmal großen Lob an Rolls-Royce-Team hier von Köln. Wahnsinn. So eine Übergabe hatte ich noch nie gehabt. Und ich habe schon ein bisschen erlebt in meinem Leben. Aber die haben sich den ganzen Tag freigenommen für uns. Ne? Und jetzt fahren wir nach Düsseldorf, erst schön essen. Und danach haben die noch ein paar Überraschungen für uns in der Sleeve. Okay, das heißt, Rolls-Royce hat ja so ein komplettes Programm gemacht. Das heißt, Auto abholen, Essen, das komplette Paket. Hotel, alles mit drinnen. Ne? Das muss gefeiert werden. Okay. Weil dieser Wagen ist nicht nur ein normaler Wagen, das ist ein Rolls-Royce. Das ist ein Rolls-Royce. Vielen Dank auf jeden Fall auch für die Einladung, Mats. Ich bin gespannt. Ich bin immer froh, wenn du dabei bist, Leon. Immer ein großes Vergnügen. Und ich freue mich immer, wenn du mich anrufst. So Leute, wir sind jetzt hier im Rolls-Royce. Filmen wir erstmal hier, wir sind jetzt gerade live, Digi. So, jetzt machen wir die Tür zu. Hier hat man extra einen Knopf. Schau mal hin. Zack. Ja, moin. Ja, moin, Digga. Die Tür will nicht zugehen. Beste Leben. Probieren wir es nochmal. Ja, moin. Das Auto haben wir defekt. So, Mats, jetzt geht's los. Jetzt machen wir die Probefahrt. So ist das. Und ich will euch ja sagen, ich habe den hier schon einmal gefahren. Und guck mal, ich liebe das hier mit den Türen jetzt mal. Ja. Das ist so Porno. Jetzt machen wir es nochmal. Drück mal rauf hier. Du musst drücken. Ah ja, gedrückt halten muss man. So ist das. Ah. Du bist Muskel gegen die Finger. Ja. Okay, okay. Nochmal für dich, Mats. Wir sind gerade live, Digi. Okay. Das ist doch super. Ja. Grüße euch alle. Ja, wir sind jetzt Take-Off. Rolls-Royce, Colon. Achso, du musst ein Stück zurück jetzt erstmal. Ja, genau, das ist richtig. Das hatte sie ja gesagt. Ja. Na, Lenkrad kommt runter. Genau. Hier, wie bei Mercedes. Hier. So, genau. Ich habe ja auch früher viele Jahre in Mercedes gefahren. So, und dann fahren wir hier in Cortese. Rolls-Royce Cortese. Hattet ihr schon mal das gedacht, Leon, dass man so ein Erlebnis haben würde? Ne? Ja, das habe ich bisher noch nicht gedacht, aber es kommt immer so, wie es kommt. Ne? So ist das. So, Mats, jetzt steht ja noch einiges auf dem Plan. Erstmal habe ich so fragen, Jungs, habt ihr den Fahrt genossen? Das ist das Wichtigste. Hammer. Es war eine brutale Fahrt. Man hat gar nicht gemerkt, dass man auf der Straße fährt. Man denkt, dass man schwebt. Man schwebt, ja. Man fliegt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man so einen nicht selber gefahren hat. Ne? Das stimmt. Also man muss echt mal in dem Rolls-Royce mitfahren. Ja, den Gefühl zu kriegen, ja. Genau. Und das war auch das, was mir gefangen hatte. Ja, Bombe. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt für die Fahrt. Ja. Das auf jeden Fall. Das hat es. Okay, Mats, was steht an? Wir sind jetzt hier im Hotel. Wir sind jetzt im Hotel. Nochmal vielen Dank an Rolls-Royce Cologne. Die haben das ja alles hier organisiert für mich. Ja. Ich weiß eigentlich nicht mehr als euch. Jetzt kriegen wir unser Zimmer. Okay. Und dann gehen wir richtig schön essen hier auf Königsallee. Königsallee gehen wir essen, à la queue. Okay. Das soll eine sehr schöne, eine sehr, sehr prestigevolle, schöne Straße in Deutschland, ne, oder? Ja, ja, die Königsallee ist auf jeden Fall in Düsseldorf. Nee, in Köln sind wir oder wo sind wir? Wir sind in Düsseldorf. In Düsseldorf sind wir, ja, das soll sein. In Düsseldorf ist die Königsallee. Ja, das und das sind wir jetzt gerade. Okay. Ja, genau. Und das Hotel soll ja auch richtig gut sein hier, ne? Das soll das Beste werden. Das beste Hotel. Ja. Zeigen wir mal ein bisschen von drin hier schon mal den Eingang. Das sieht schon mal brutal aus, Mats, ne?
Das ist genau mein Geschmack. Dein Geschmack, ne? Ja. Okay. Okay, dann würde ich sagen. Masken nicht vergessen. Ja. Ah ja, stimmt. Dann würde ich sagen, wir halten uns ja an die Regeln. Ja, das stimmt. Dann checken wir jetzt ein und dann zeigen wir vielleicht nachher nochmal was vom Hotelzimmer. Ansonsten sehen wir uns beim Essen gleich wieder. Ja, genau. Dann sind wir eingeladen von Rolls-Royce zum Essen. Ja. Und dann danach geht es wieder im Club. Perfekt. Feiern. Feiern ein bisschen. Also, oh, okay. Muss ich dich ein bisschen in die Ohren halten heute. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns später.